Schön, Guten Morgen, Silvia. ja, es ist wunderbar, dass du auch für unsere kleine Reihe Let's Go Psychomotorik zur Verfügung stehst. Du bist Professorin für Psychomotorik im Kontext soziale Arbeit, Psychotherapie und Beratung, seit 2 Jahren im Ruhestand, Hochschule Darmstadt, lange Zeit und jetzt im Grunde Unruhestand mit vielen Lehraufträgen überall auf der Welt und supervisorischer Tätigkeit. Also von Ruhestand irgendwie weit entfernt. Und dein Thema, mit dem du dich ganz, ganz intensiv beschäftigst, ist die leibliche Arbeit, die Arbeit über Berührung, über das Miteinander in Beziehung treten. Die Psychomotorik ist ja auf die Arbeit mit dem Leib und dem Körper spezialisiert und dabei spielt die Berührung eine große Rolle. Warum ist das so bedeutsam? Berührung ist bedeutsam, weil Berührung nicht nur, ich werde jetzt mal kurz was zu Berührung sagen, ja? Berührung ist nicht nur taktile Berührung. Berührung ist das, was uns berührt. Also auch Und das kann emotional. das, was uns sensitiv, also was uns körperlich spürbar berührt und was die Gefühle berührt. Und was natürlich dann auch wiederum Auswirkungen auf das Denken, auf die Gedanken, auf innere Bilder hat. So würde ich Berührung betrachten wollen. Das heißt, Berührung ist etwas, was uns berührt. Das kann von außen kommen, das kann aber auch durch das innere Erleben oder von außen getriggert durch das innere Erleben aktiviert werden. Also Berührung ist taktil. Einmal, das ist das, was die Leute, meisten Leute, worüber die meisten Leute sprechen. Es kann taktil ausgelöst werden, es kann über die Augen zum Beispiel ausgelöst werden, es kann über Mimik und Gestik ausgelöst werden, sonst könnten wir dieses Gespräch gar nicht führen. Es kann über die Stimme ausgelöst werden und es kann über die Art und Weise, wie jemand sich äußert, wie jemand sich ausdrückt, überhaupt leiblich, gesamtleiblich, kann Berührung ausgelöst werden. Berührung wird also durch Außen, meistens durch Außen aktiviert und das ist ein Prozess, der im Inneren geschieht und dann wieder interaktionell auch nach außen kommuniziert wird und dann im anderen auch wieder Berührung auslöst. Und so ist es. Berührung kann heilsam sein. Endlich reden wir wieder miteinander. Endlich können wir uns wieder sehen. Endlich kann ich wieder dein Gesicht sehen und kann deine Mimik sehen und kann dich spüren, selbst online. Oder es kann auch unangenehm sein, bis hin zu traumatisch, dass in mir etwas berührt wird, was ich auf keinen Fall spüren möchte, was für mich ganz unangenehm ist. Und womit ich auf keinen Fall in Kontakt kommen möchte. Das ist so der Moment, wo unser leibliches System dicht macht. Wo vielleicht oder von der Traumaarbeit her gesprochen, wo ich leicht in eine Dissoziation komme, wo der Körper nichts spürt oder wenig spürt. Partiell dicht macht, um sich zu schützen. Also dieses Dichtmachen hat was, ist ein wichtiger Aspekt, ist ein heilsamer Aspekt und hat einen Schutzaspekt. Ja, das mal so ganz allgemein, Berührung. so was ist Berührung? Ja, Also das, Berührung das ist ja auch was ganz Frühkindliches, also ein wirkliches Bedürfnis, berührt zu werden auf den verschiedenen Ebenen, die du jetzt auch gerade beschrieben hast. Jetzt hat Berührung ja, wie du eben auch schon sagtest, verschiedene Facetten, die heilsame Facette und auch die, die zu Stress führt, bis hin zu traumatischem Erleben. Wir im professionellen Kontext in der Psychomotorik haben wir mit beidem zu tun. Wir versuchen ja über den spielerischen Bezug zu den Kindern meistens durch Berührung Dinge zu öffnen. Jetzt in der wie sieht es in der jetzigen Situation aus, wo Berührungskontexte sich verändert haben? Ja, das ist eine sehr schwierig, ist ein sehr heißes und ein sehr heikles Thema im Moment, weil es fordert uns unglaublich was ab im Moment. Es fordert uns sehr viel ab, das wissen wir alle und das hören wir auch täglich. Und wir spüren es. Jetzt ist es so, dass
Ich möchte mal so sagen, dass jetzt, wo Familien, sprechen wir von Familien, wo Familien vielleicht in kleinen Wohnungen und wenn sie privilegiert sind, in größeren Wohnungen, vielleicht sogar in Häusern mit Garten zusammen sind, unterschiedliche Erfahrungen machen. Familien, die gut miteinander können, die auch ohne Partnerkrise und auf einer relativ guten Basis schon in die Krise gestartet sind und das Glück haben, nicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu wohnen, die können sie vielleicht die Erfahrung machen, dass sie sich jetzt auf eine Weise berühren, die ihnen gut tut. Die haben vielleicht jetzt endlich die Zeit zu spielen, die sie immer haben wollten. Wenn sie einen Garten haben, haben sie die Zeit, mit ihren Kindern in Aktivitäten zu gehen. Etwas, was sie sich immer gewünscht haben, wozu aber die Zeit nicht da war, weil in solchen Familien, die es sich leisten können, auch meistens viel berufliche Aktivität von beiden Eltern da ist und weniger Zeit füreinander. Also jetzt kann Berührung auf eine ganz schöne Weise und auf eine unterstützende und eine ressourcenbildende Weise stattfinden in Familien, die diese Startvoraussetzungen haben. In Familien, die einen schönen Kontext haben, also die eine gute Beziehung haben, aber sich die Stadtwohnung mit zwei Zimmern eben nur leisten können, die kommen an ihre Grenzen und die brauchen Unterstützung. Das ist die Frage, wie lange kann diejenige, die alles gibt, um mit ihren Kindern zu spielen, die sich vielleicht in diesen 4 Wochen zur erzieherischen Hilfskraft profiliert, obwohl sie einen ganz anderen Beruf hat, weil sie einfach spielen lernt, wie kann die eine Pause kriegen, damit eben die Beziehung und die Berührung miteinander noch gut ist und noch heilsam ist und noch unterstützend ist. Wohl auch Studien, dass Berührung sehr heilsam sein kann? Ja, genau. Also an dieser Stelle möchte ich die Psychoneuroimmunologie allen Fachkolleginnen und Fachkollegen empfehlen. Da gibt es einiges auch im Netz, was man dazu leicht einsehen kann. Da gibt es zum Beispiel auch die Zusammenarbeit von Schubert und Brisch und anderen, die zu diesem Thema Berührung, und damit ist jetzt aber die taktile Berührung gemeint, damit ist Berührung weniger auch im umfassenden Sinne gemeint, aber auch die taktile, dass Berührung, taktile Berührung, stressreduzierende Wirkung hat. So, und jetzt gehe ich nochmal direkt auf die taktile Berührung ein. Das heißt, taktile Berührung braucht eine Entspannung in mir. Also ich brauche eine gute Startbasis. Ich brauche einen Kontakt zu mir selber. Ich brauche ein gutes Zuhause in meinem Körper. Ich brauche alles andere als eine Stress-Corona-Situation. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich brauche eine liebevolle Startposition in mir, also eine liebevolle Basisverankerung in mir, um heilsam zu berühren. Und dazu sagen alle Studien, dass es Stressreduktion, dass da gibt es Oxytocin-Ausschüttung, da gibt es Endorphin-Ausschüttung und dass im pränatalen Bereich gibt es ein verbessertes Wachstum von Feten, wenn diese gute Berührung auch schon pränatal gegeben ist. Und Grundlage ist natürlich auch eine unterstützende Beziehung. Es gibt die Forschung zu traumatischer Berührung, möchte ich hier nicht aufhören. Dazu gibt es sehr viel im Traumabereich, weil wir wissen ganz genau, wie weit Berührung auch Grenzen überschreiten kann, ohne wenn sie nicht auf Liebe basiert und wenn sie nicht auf Zustimmung basiert. Ich möchte noch mal einen kurzen Blick werfen auf Familien, die es im Moment schwer haben, die es sich nicht leisten können, weil sie schon mit einer Partnerkrise in diese Corona-Krise gestartet sind. Doppelkrise. Das sind Familien, die hohen Beratungsbedarf haben im Moment, wo es nicht nett ist, sich anzuhören, was da passiert. Das sind Familien, wo die Beziehung jetzt auf der Kippe steht, wo die Partner aber nicht gehen können, weil wohin? Ja? Und das sind die Familien, wo ich dann meine Kollegen und Kolleginnen appelliere, vielleicht unterstützend wirksam zu sein. Und jetzt würde ich...
von dort aus aufs Spiel kommen. Ich würde mal so einen Bogen kurz zurück machen. Die Familien, die jetzt Kindergarten haben, die in eine liebevolle Berührung gehen, die sich innerlich auch gut verbunden fühlen und vielleicht auch gerade räumliche Bedingungen im Moment haben, um das auch zu leben. Auch denen, so verstehe ich dich, wäre angeraten, auf sich zu hören und vielleicht, wenn es zu viel ist, wenn sie in dieser liebevollen Berührung im Moment nicht drin sein können, auch mal Zeit für sich zu nehmen und das auch ganz klar zu formulieren. Wäre das eine Möglichkeit für diese gelingenden Beziehungskonstruktionen, damit es Kraft da bleibt bei den Menschen? Du meinst, mal freizunehmen, das, oder wie meinst du es? Genau, mal freizunehmen, meinem Partner zu sagen, ich kann im Moment nicht mehr. Ja, ja. Diese liebevolle Berührung, ich will dich nicht mal rausziehen und bitte gib mir auch die Chance dazu, damit es nicht anfängt zu wackeln. Ja, ja. Also bei Familien mit guten Voraussetzungen, wenn diese Familien im Moment sich auch auf vielleicht Berührung in einer nährenden Weise besinnen können, das kann eine das kann in enormer Weise den Zusammenhalt stärken. Mhm. Eben jetzt nicht nur durch die Hormonausschüttung, die ich gerade nannte, es kann stressresistenter machen und es kann das ganze System sehr stärken. Was natürlich genauso wichtig ist, wie du sagst, ist die Auszeit für sich selber. Und die muss man sich leisten können. Im Moment haben wir in Deutschland die Situation, dass wir wieder raus können. Also im Moment, da ist es gut. In anderen Ländern ist das nicht so. Und deswegen spreche ich wahrscheinlich auch so, weil ich, wenn ich höre, wie es im Moment in der Türkei oder in Rumänien ist, die haben das Privileg nicht. Also sich selbst Freiräume nehmen. Die Öffnung der Spielplätze, da habe ich gedacht, wie gut, dass das endlich gefordert wird. Ja. Ja. Es gibt Grenzen, die sicher eingehalten werden müssen, aber hier auch wieder die Möglichkeit, dass ein Elternteil mal wieder sitzen kann, in die Sonne schauen kann, das Kind spielt und es gibt mal wieder was anderes, ne? Es gibt mal wieder eine andere Möglichkeit. Also Amara, wir haben ja bei den gut funktionierenden Familien, bevor ich dich vorhin unterbrochen habe, hattest du über die Familien gesprochen, die jetzt Hilfe brauchen. Das heißt, diese Familien, die jetzt an ihre Grenzen kommen, brauchen vermehrt fachliche Unterstützung. Ja, also wenn ich was für uns im psychomotorischen Kontext möglich ist, darauf werde ich jetzt mal kurz eingehen, ja? Ja, das wäre super. Also neben Fachberatung und so, die diese Familien ansprechen, ja, genau. Nehmen können. Ja, ja, ja. Und zwar jetzt nicht auf die Jugendhilfe, sondern auf das, was im psychomotorischen Kontext möglich ist. Ja. Also meine Erfahrung ist die, dass in dem Moment, wo ein bisschen spielerische, wo die Haltung, die eigene Haltung spielerischer wird und Humor ist schwer in diesen Tagen, es sei denn Ironie, ne, die haben wir ja, aber das, oder so ein Verarbeitungs- und Abwehrhumor. Was ich meine ist aber das nicht, sondern was ich meine ist eine innere spielerische Haltung, die auch viel mit Zuwendung und liebevoller Interaktion zu tun hat und Freude. Also das, was wir als Grundhaltung in der Psychomotorik erleben. Wenn es gelingt, so dieses Spielerische zu aktivieren und so quasi als Oase zu implantieren, miteinander zu spielen und die für vielleicht eine Zeit lang, für vielleicht eine Viertelstunde die aktuellen Sorgen und die aktuelle Situation ein wenig zu vergessen, dann haben wir schon viel gewonnen. Das heißt, eine Pause vom aktuellen Stress und dein Eintauchen in die Gegenwart, weil Spiel bringt dich sofort in die Gegenwart. Also die spielerische Haltung, die trennt dich von all dem, was dich im Moment sorgt und all dem, was an traumatischen Erinnerungen hochkommt, kann dich trennen. In dem Moment, wo du getriggert bist, ist es alles wieder da. Aber wenn du auf eine Weise miteinander spielst, wie es leicht ist, ganz leicht, das kann Stadt, Land, Fluss sein,
Und mit Älteren, ja, das, es kann was ganz Einfaches sein. Es kann Mensch ärgern, na Mensch, ärgere dich nicht, gibt es wieder Verlierer. Aber da muss man gucken, was passt, was, worauf hat jeder Lust? Also die Frage ist für alle, was passt in diesen Kontext? Worauf haben alle Lust, miteinander zu spielen und das so lange zu tun, wie es Freude macht? Und wenn es keine Freude mehr macht, aufzuhören, es nicht durchzuziehen. Und das mit kleinen Kindern kann das auch einfach bedeuten, es wäre jetzt eine Chance für die Familien spielen zu lernen, mit kleinen Kindern einfach dieses einfache, spielerische zu lernen. Das braucht aber Begleitung. Ja, das wäre nochmal so die Idee, dass Familien durchaus auch uns als psychomotorische Fachkräfte, du machst es sowieso, auch Einzelberatungen, auch in Anspruch nehmen können. Wie kann ich das machen? Also manchmal fehlt mir der Art an Ideen. Das klingt so einfach, aber ich glaube, viele Familien haben nicht immer die Idee und dafür können wir Ihnen jetzt zur Seite stehen. Genau. Und dazu gehört es, dass, wenn solche Beratung gefragt ist, dazu gehört es erstmal den Kontext zu checken, wie geht es den Einzelnen. Was brauchen Sie im Moment dringend? Im Grunde braucht jeder dringend im Moment eine Unterstützung. Ja. Eine Unterstützung und auch eine Unterstützung, um mit sich selbst klarzukommen. Also da, wo die Voraussetzungen schwierig sind, eine Unterstützung, um mit sich selbst klarzukommen. Und dann in dem Fall wird Berührung häufig eben auch auf eine Weise kommuniziert, dass sie nicht unterstützend ist, sondern da wird geschlagen. Ja, da werden Sachen geworfen. Das ist nicht die Berührung, die Stress reduziert. Genau. Und was wir machen können, ist den Kontext abfragen. Was wir machen können, ist zu gucken, was wird gerne gespielt, was hat man früher gerne gespielt miteinander, als man Freude miteinander hatte. Was würde man jetzt gerne, was könnte man jetzt, was wäre der kleinste gemeinsame Nenner, was man jetzt zusammen tun könnte. Und was auch funktioniert, ist Online-Spielen. Also, dass wir als Berater mitspielen. Mhm. Ja, es gibt Spiele, da können wir mitspielen. Ja, es gibt Ratespiele, ganz einfache. Es gibt, man kann online tanzen. Man kann online so Fingerspiele machen. Ja. Nochmal in die alte Spielekiste gucken. Wenn es um kleine Kinder geht, was kann man online machen? Und dann gibt es auch, manchmal ist es einfach komisch und blöd und da muss man lachen. Und wenn gelacht wird, hat man gewonnen. Ja. Also überhaupt mal wieder ein Lachen. Bei manchen, ich spreche jetzt von Familien, die es sehr, sehr schwer haben, überhaupt mal wieder ein Lachen ins Gesicht zu kriegen, kann man schon mal durchatmen. Ja, das ist schon wirklich ein Grund, durchzuatmen. Und da kann es dann weitergehen. Ja, spielen kann blöd sein, spielen kann schräg sein, spielen kann ganz komisch sein. Und wenn man in diese Richtung einfach beraten kann, das ist bei Familien, die es schwer haben, da ist schon ganz viel gewonnen. Ja, liebe Amara, ich denke, das waren wunderbare, nachdenkliche, aber auch ja, perspektivische Anregungen. Ja. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du für das Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Und freue mich, wenn es auch bald wieder in die normale Berührung geht. Und es macht ein bisschen Hoffnung, dass eben Berührung auch auf diesem Wege möglich ist. Herzlichen Dank dir, Amara. An alle anderen, bleibt in Bewegung, lasst euch berühren und besucht uns mal auf unserer Homepage www.dakp.de. Tschüss, Amara. Tschüss, Silvia. Ciao.